Lottogewinn dein schlimmster Albtraum werden könnte. Gehörst du zu den Millionen Menschen, die regelmäßig Lotto spielen? Man könnte meinen, dass ein Lottogewinn zu einem Leben in Reichtum führt, mit Partys auf schicken Yachten und einem buchstäblichen Geldregen auf dich herab. Aber vielleicht ist so ein Lottogewinn gar nicht all das, was du ihm halt denkst. Viele ehemalige Gewinner und Gewinnerinnen bereuen, Lotto gespielt zu haben, und auch du solltest skeptisch sein. Doch vorher vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken und die kleine Glocke zu läuten, um mit uns auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen. Wenn du selbst ein Lotterielos kaufst, hängen deine Augen dann auch am Fernseher, während die Moderatorin die Gewinnzahlen ansagt? Der Reiz, Lotto zu spielen, ist sehr groß. Ein plötzlicher Geldfluss könnte die Lösung für einen Studienkredit sein, eine üppige Hypothek oder ein schrottreifes Auto. Und denk nur an all die Dinge, die du dir leisten könntest. Oh, dein Traumurlaub, ein riesiges Haus und so. Du könntest auch Verwandte und Freunde unterstützen, die finanzielle Hilfe brauchen. Ja, es klingt, als wäre ein Lottogewinn die Antwort auf all deine Probleme. Aber sei vorsichtig. Einer der Gründe, wieso ein solcher Gewinn auch ein Fluch sein kann, ist die Weise, wie der Gewinn ausbezahlt wird. Wenn jemand im amerikanischen Lotto gewinnt, kann er oder sie sich das Geld entweder auf Jahre verteilt oder in einer großen Summe auszahlen lassen, die allerdings etwas geringer ausfällt. Ein solcher Riesenbetrag auf einmal kann das Leben eines Menschen ordentlich durcheinander bringen, und so viel Geld zur Verfügung zu haben, kann zu sehr schlechten Entscheidungen führen. Nimm zum Beispiel Janet Lee. Die Einwanderin aus Südkorea arbeitete in einem Perückenladen, als sie 1993 18 Millionen Dollar in der Illinois-Lotterie gewann. Sie zog mit ihrer Familie in ein schönes Zuhause und spendete einen großen Teil ihres Geldes an Wohltätigkeitsorganisationen. Leider verspielte sie den Rest davon. 2001 erklärte sie Privatinsolvenz, da sie nur noch 700 Dollar auf dem Konto und etwa 2,5 Millionen Dollar Schulden hatte. Janet Lee gab ihr Geld für Glücksspiel und schlechte Investitionen aus, doch diese Dinge kratzen nur an der Oberfläche des Lottofluchs. Auch die Geschichte vieler anderer ehemaliger Gewinner und Gewinnerinnen sind durchzogen von Verlusten, von Freundschaften, emotionalen Problemen, Diebstahl und Suchtkrankheiten. Manche enden sogar tragisch. Genau wie Janet Lee verspielte Evelyn Adams aus New Jersey ihren Gewinn von 5,4 Millionen Dollar. Und auch andere Lottogewinner und Gewinnerinnen wie Abraham Shakespeare, der 2009 30 Millionen Dollar in der Florida-Lotterie gewann, Doris Murray, die 2017 5 Millionen Dollar in der Georgia-Lotterie gewann, und Keith Goh, der zusammen mit seiner Frau Louise in ihrer englischen Heimatstadt Shropshire etwa 14 Millionen Dollar gewann, fanden ein tragisches Ende. Der Verlust von Familie und Freundeskreis ist ein wiederkehrendes Motiv bei früheren Gewinnern und Gewinnerinnen. Sandra Hayes gewann 2006 die Missouri-Lotterie. Sie erhielt kolossale 224 Millionen Dollar, die sie mit einem Dutzend ihrer Kollegen und Kolleginnen teilte. Sie musste die Gier und Bedürftigkeit der Leute ertragen, die versuchten, an ihr Geld ranzukommen. Der Gewinn veränderte ihr Verhältnis mit Verwandten, Freunden und Freundinnen zutiefst, und sie erlebte starke emotionale Schmerzen. Ein Lottogewinn kann auch von einer Ehe sein Tribut fordern. Thomas und Denise Rossi aus Kalifornien waren 25 Jahre lang glücklich verheiratet, als sie plötzlich die Scheidung beantragte. Wie sich herausstellte, hatte sie 1,3 Millionen Dollar in der kalifornischen Bundeslotterie gewonnen und wollte das Geld nicht mit ihrem Mann teilen. Als die Wahrheit ans Licht kam, sprach ein Gericht Denise der Verletzung der Offenlegungspflicht schuldig und sprach das Geld ihrem Mann zu. diese Ironie. Auch wenn das Leben einer Lottogewinnerin nicht wirklich in Gefahr ist, können die Belastungen und die emotionalen Strapazen eines solchen Gewinns überwältigend sein. Donna Mickin gewann 2007 34,5 Millionen Dollar in der New York State Lotterie. Sie sagte später, dass diese Lotterie ihr Leben an sich gerissen hätte. Mickin war vor ihrem Gewinn sehr glücklich, doch danach machte sie sich so viele Gedanken darüber, wie die Öffentlichkeit sie wahrnehmen würde, dass sie wahnsinnig wurde. Die 16-jährige Kelly Rogers gewann 2003 umgerechnet 2,6 Millionen Euro in der britischen Nationallotterie. Sie gab das Geld für großzügige Geschenke für ihre Familie aus, Reisen für alle möglichen Leute, Partys und Designerklamotten. Noch vor Ende des Jahrzehnts stand sie vor dem Bankrott. Laut dem Time Magazine sagte sie über die Lotterie: "Sie hat mir nichts als Unglück beschert."
Ein Lottogewinn ist ein Umbruch, auf den viele Menschen nicht vorbereitet sind. Es ist ein großer Unterschied zu einer Person, die ihr Leben lang hart für ihr Geld arbeitet. Wenn eine Unternehmerin mit ihrem Geschäft zum Beispiel gut verdient und mit wachsendem Erfolg auch ihr Verdienst ansteigt, ist sie dazu in der Lage, damit umzugehen und kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen. Sieh dir nun mal die Milliardäre der Gegenwart an, wie Amazon-Gründer Jeff Bezos und Microsoft-Gründer Bill Gates. Sie haben ihre Millionen mit der Zeit verdient und waren dadurch in der Lage, ihren Reichtum über Jahre hinweg zu halten und zu vergrößern. Die Leben von Lottogewinnern und Gewinnerinnen können sich auf diverse dramatische Arten verändern. Dem Ökonom J.L. Zagorski zufolge stürzt ein Lottogewinn die Menschen in Wahrheit in finanzielle Schwierigkeiten, da die Anzahl der Privatinsolvenzen 3 bis 5 Jahre nach dem Gewinn deutlich angestiegen ist. Sie könnten auch ins Rampenlicht gedrängt werden und ihre wertvolle Privatsphäre verlieren. Die Presse, die Familie, der Freundeskreis und völlig Fremde möchten sich mit ihnen treffen und mit ihnen sprechen. Und weiß erstmal die ganze Welt über ihren Reichtum Bescheid, sind sie in echter Gefahr. Deshalb ist die Anonymität ein großes Problem. In den USA gestatten es die meisten Bundesstaaten nicht, dass ein Gewinner oder eine Gewinnerin anonym bleibt. Dadurch werden viele von ihnen Ziel von Betrugsmaschen und Leuten, die behaupten, das Geld clever anlegen zu wollen, aber in Wirklichkeit deutlich schändlichere Absichten haben. Ein Beispiel dafür ist Andrew Jack Whittaker, der 2012 in West Virginia 315 Millionen Dollar in der Powerball-Lotterie gewann. Er wurde später Opfer eines Diebstahls, bei dem die Täter mehrere tausend Euro aus seinem Auto erbeuteten. Außerdem leerten sie sein Bankkonto. Anfang des Jahres wollte eine Frau aus New Hampshire, die ebenfalls in der Powerball-Lotterie 560 Millionen Dollar, ist das viel Geld, gewonnen hatte, anonym bleiben, um nicht Ziel von Diebstahl, Belästigung und Betteln zu werden. Die Lottogesellschaft aber drohte, ihr gewinnerlos zu entwerten und sie ging vor Gericht, wo sie letztendlich Recht bekam. Vielleicht bist du einfach besser dran, wenn du dein Geld aufs Konto legst, anstatt es in Lotterielose zu investieren. Aber solltest du gern Lotto spielen und der Meinung sein, dass du die erwähnten Fallen vermeiden kannst, hör auf dein Herz. Das Gute ist, dass nicht jeder und jede nach einem Lottogewinn alles verliert. Nachdem das kanadische Paar Alan und Violet Large den 6 aus 49 Jackpot geknackt hatten, sicherten sie sich und ihre Familie finanziell ab und beschlossen dann, das Geld verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Colin und Christine Wire aus Schottland gewannen 2011 etwa 185 Millionen Euro beim Euro-Millionen-Jackpot und leben scheinbar immer noch glücklich auf ihrem großen Anwesen. Solltest du jemals im Lotto gewinnen, werden diverse Dinge empfohlen, um dir zu helfen, deinen neu erworbenen Reichtum zu genießen und Fallgruben auszuweichen. Darum zu bitten, dass du anonym bleibst, hilft dir, dein Leben weiterhin unter Kontrolle zu haben. Schaffst du es, bleibt es allein deine Entscheidung, ob du anderen von deinem Glück erzählst oder nicht. Außerdem wird empfohlen, dass du dein Leben in den ersten 6 Monaten nicht zu sehr änderst, da solcherlei Veränderungen impulsiv sein und später bereut werden könnten. So schnell wie möglich all deine Schulden abzuzahlen, ist immer ein cleverer Schritt. Lass dich von Rechts-, Finanz- und Steuerprofis beraten und sei sehr wählerisch bei den Menschen, mit denen du arbeitest. So, ihr Sonnenseiter, was ist mit euch? Habt ihr eure Meinung zum Lottospielen jetzt geändert? Sagt's uns unbedingt unten in den Comments. Das Video hat dir gefallen? Dann gib uns ein Däumchen hoch und klick auch auf Abonnieren, denn so kommst du mit uns auf die Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.